Lilo, heute ein kleiner Tipp zu denjenigen, die mit Grub, dem Bootloader, ja, der dafür sorgt, dass man verschiedenste Betriebssysteme auf der Festplatte starten kann, Probleme haben. Gut, kommt ihr so wie ich hier noch in euer Linux-System rein, sei es direkt beim Booten, dass ihr noch mit Umwegen draufkommt, zum Beispiel auf deine Reparaturkonsole, oder ihr habt die Möglichkeit, euch per SSH aufzuschalten, oder ihr kommt rein, aber es ist nicht alles so, wie es soll. Ne? Dann könnt ihr zum Beispiel mal probieren, den einfachsten Weg, sudo Leerzeichen update minus grub, sudo update grub. Könnt ihr mal versuchen, euren Grub-Bootloader wieder ordentlich zu machen. Gut, ich habe hier zum Beispiel mehrere Linux-Images auf verschiedensten Partitionen bei mir. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Ubuntu 13.10 installiere auf SDA2, kann es sein, dass mein Mac Gaia auf SDA5 durcheinander kommt. Oder mein Ubuntu 13.04, was ich hier im Moment benutze. Ne? Dadurch ist das meist dann schon erledigt. Clear. Neu starten, probieren. Wenn nicht, gibt es noch die Möglichkeit, könnte man hier schön nachlesen, auf der help.ubuntu.com Community Grub zur Installing. Reinstalling Grub 2 von der Working System. Hier ist ein Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Ne? Sudo grub-install device sda. Gut, in der Regel wird das funktionieren. Es kommt darauf an, wo euer Grub Bootloader drauf soll. Habt ihr mehrere Festplatten, könnte es sein, dass es SDB, SDC oder dass es gar nicht SD heißt, wie auch immer, ihr müsst rauskriegen. Wo ist denn mein Linux überhaupt installiert? Ne? Gut, kommt ihr noch rein, könnt ihr hier unter Ubuntu zum Beispiel nach Disk suchen oder Laufwerke. Dort sucht ihr nach der Dateisystemwurzel. Ihr seht, mein Linux ist schon ziemlich verbastelt und er sucht nach der Dateisystemwurzel. Ne? Das ist das Root-Verzeichnis. Bei mir ist es bei Device SDA 7 eingehängt, also Festplatte 1. Partition 7, ne? Device SDA. Ist bei mir der Fall. Also müssten wir machen sudo grub minus install und dann das, was wir uns gerade da kopiert haben, ne? Rein einfügen, device sda. Gut, das 7 hängen wir hier nicht an und dann sollte das auch wieder in Ordnung sein. Was ist, wenn man überhaupt nicht reinkommt? Ne? Das ist blöd, ne? Das ist total blöd. Gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel mit der Super Grub Disk, die kann man sich hier kostenlos runterladen, die hat die Möglichkeit, CD brennen oder USB-Stick booten, ne? Wenn zum Beispiel nur nach Windows kommt oder so, ne? Und euer Ubuntu gar nicht mehr, weil irgendwas verbastelt ist, mit der Super Grub Disk gebootet. Und ihr bekommt dann ein Auswahlmenü, Detect Any Operation System. Und es findet dann zum Beispiel Windows und auch euer Linux wieder. Und dann könnt ihr wieder starten. Dann kommt ihr wieder genau in euer altes Linux-System rein. Und könnt dann, ne, das ist nur temporär, ne, das ist nicht für auf Dauer. Dann macht ihr das dann so mit sudo grub install device sda, ne, oder wo auch immer euer Linux installiert ist. Zum Beispiel auch mit geparted, ne, falls ihr dies mit dem Device nicht habt. Ja, mit den Laufwerken nicht habt, dann könnt ihr da auch nochmal schauen. SDA 7. Wäre hier mein Ubuntu 13.04 installiert. Gut, ne, was ist mit einer Live-CD? Live-CD. Angenommen, ihr habt die Super Grub Disk nicht, aber ihr habt die Live-CD, also die CD, mit der ihr ursprünglich mal installiert habt. Ne, ursprünglich mal installiert habt, noch zur Hand. Da kann man ja nicht nur Ubuntu mit installieren, sondern es gibt eine zweite Option. Ubuntu ausprobieren oder Try Ubuntu. Auch wieder von der CD gebootet, ne? Try Ubuntu. Ubuntu ausprobieren. Gut, ausprobieren wollte streng genommen gar nicht mehr. Aber es läuft ja gar nicht. Deshalb gehen wir in diesen Ausprobiermodus, bekommen ein grafisches Display. Jetzt müssen wir aber auch mal wieder rauskriegen, wie sieht unsere Festplatte aus? Entweder mit geparted oder mit der Laufwerksverwaltung von Ubuntu aus. Oder mit, ne? Oder mit diesen beiden Terminal-Befehlen. Die zeigen dann auch nochmal jeweils an, wie sind die Festplatten aufgebaut. Ne? Mit sudo fdisk -l, das ist ein kleines L, ne? Oder
sudo blkid sich mal die Partition auflisten lassen und dann wisst ihr wieder, was das ist mit den SDAs, ne? Zum Beispiel hier bei mir SDA 7. Gut, woran erkenne ich die Windows-Partition? Da steht NTFS, die garantiert nicht nehmen. Gut, hier in diesem Beispiel, ja, müssen wir jetzt gucken, ich mache das mal kurz weg, dass wir verschiedenste Linux-Versionen auch unter Ubuntu haben, zum Beispiel Ubuntu 10.04. Da war es dann so, dass man einfach nur noch hinterher das hier eingeben musste. Unter der neueren Ubuntu-Version steht das hier, ne? Der Unterschied ist das Boot Directory und das Mount. Also darauf achten, welche Ubuntu-Version habt ihr? Und also den neueren Ubuntu-Version geht das so. Ja, geht das so. Wir wissen jetzt also, auf welcher Partition ist denn jetzt mein Ubuntu, wo ich den Grub Bootloader wieder haben will. Hier bei mir Device SDA 7. Bei euch mit hoher Wahrscheinlichkeit Device SDA 1. Gut, das könnte auch SDB 1 oder SDB 2 oder SDC sein. Deshalb hat man hier immer XY geschrieben. Das hat man da geschrieben. Gut, jetzt hängt man von der Live-CD ein. Also das kann ich hier in meinem echten PC schlecht machen. Ich gehe jetzt nochmal drauf. Sehe dann aus, wenn das hier eine Live-CD wäre, reingestartet, Ubuntu ausprobieren. Ich wüsste, auf welcher Partition das ist. Sudo mount, ja. Device SDA7. Gut. Wie gesagt, hier steht ja noch SDXY. Ich weiß mittlerweile, bei mir ist es SDA7. Bei euch ist es vielleicht SDA1 oder SDB1 oder wie auch immer. Bei mir ist es SDA7. So, und das, ne, Leerzeichen dazwischen, ne, denkt dran. MNT, dann hängen wir dieses, ja, diese Partition der Festplatte, ne? Wir sind ja auf der Live-CD, wir benutzen nur die CD, wir hängen erstmal die Festplatte ins Unterverzeichnis Mount ein. Ja, wir hängen das in den Ordner Mount ein und machen es zum Teil der CD quasi. So, und bei, wie gesagt, neueren Ubuntu-Versionen gehen wir danach ein. Sudo grub minus install minus minus boot, also B, ne? Boot, boot minus directory. Habt ihr noch eine alte Version? Dann sieht das so aus, ne? Ubuntu 10.04 zum Beispiel. Sudo grub minus install. Und da heißt es noch root, ne? Root minus directory gleich mnt. Also hier heißt es root, ne, bei Ubuntu 10.04 zum Beispiel. Gut, und da heißt es device sda wieder. Gut, da kommt die 7 in meinem Beispiel nicht hinter. Könnt ihr alles nachlesen auf help.ubuntu.com. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.